Herzlich willkommen zum Wochenrückblick im Live-Trading-Raum von der Handelswoche. 4. Juni bis Freitag, der 8. Juni. Mein Name ist Carlos Martins und ja, wir machen jeden Sonntag, versuche ich alle Trades hier nochmal zu dokumentieren, die wir im Live-Trading-Raum getätigt haben. Vom Open Range Breakout Trade bis Blue Box bis Swing Trades und Kinjun Sen Strategien und natürlich Master Template. Es war wirklich eine gute Woche. Wir haben viel getradet, richtig viele gute Trades gemacht. Trotzdem haben wir diese Woche mit 1, etwas Prozent die Woche minus beendet. Das liegt daran, dass ich die Woche zuvor zwei Swing-Strategien oder Setups genutzt habe im Dow Jones und S&P. Man sollte nicht immer gleiches Risiko gehen, denn das waren beides Short Trades und der Markt hat gecovert. Aber wir arbeiten mit Stop-Loss, wir haben klare Linien, bloß diese Setups, wo der Stop relativ eng gestrickt war, die haben uns praktisch die Performance für diese Woche gekostet. Denn alles, Open Range Breakout, Blue Box, sind alle im TP gelaufen diese Woche. Wir haben richtig gute Setups gehabt. Aber wie gesagt, auch das gehört ja zum Trading dazu. Nicht nur Gewinne, sondern auch die Verluste und auch die Verluste zu minimieren und zu schauen, dass auch eine Strategie, die auch in den letzten Monaten und Wochen immer erfolgreich abgeschlossen hat mit den Swing Trades, dass da auch mal Verlusttrades auftreten. Und wir haben diese beiden dicken Verluste gut kompensiert, haben die Woche mit einem Minus, wie gesagt, von 1,2% abgeschlossen. Und das ist nicht weiter schlimm, denn alle anderen Setups waren großartig. Ja, und ja, starten wir mal direkt in die Trades hinein. Zum Anschluss möchte ich gerne euch dann nochmal auf ein paar Dinge hinweisen. Wir haben zum einen den Markus, der auf YouTube, auf diesem Videokanal, sämtliche Blue Boxen tradet, die ihn über die in seine Schussscheibe da kommen. Ja, Markus ist jetzt seit über einer Woche dabei, extrem erfolgreich, hat ein Tagesziel von 0,5%. Ja, wer Lust hat, kann ihn auf YouTube live verfolgen. Ja, der keine Swing Trades macht, keine Eröffnungstrades macht, sondern nur Blue Box. Und ja, zum Eröffnungstrades im DAX habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, 408 Handelstage jetzt in Folge. Ja, das ist Rekord. Ja, da brauchen wir gar nichts zu sagen. Die Strategie läuft sehr, sehr gut. Die Setups sind sehr, sehr gut. Blue Box, seitdem wir hier die Blue Box auch eingeführt haben, extrem gute Setups gewesen. Ja, und steigen dann auch direkt ein. Ihr seht im Chart, das ist ein Swing Trade im Audi USD. Und dort hatten wir einmal ein Long Trade hier, dann gab es ein Gegensignal. Den haben wir dann, das ist unser Regelwerk, wenn ein Gegensignal gehen, gehen wir natürlich auch Short. Trade, was du siehst und nicht, was du denkst. Haben den Short Trade dann geschlossen und sind dann nochmal Long gegangen. Somit ist der Audi USD gecovert gewesen und steigen dann jetzt ein, auch in den beiden Trades, die uns die Performance diese Woche versaut haben. Nicht nur Trump, sondern die beiden Indizes. Einmal den Dow Jones und hier sehen wir das Short-Signal, rote Kerze. Auch das, wir sind zwar übergeordnet im Long Trade gewesen, aber der Markt hat hier gedreht und wir haben an der erstbesten Möglichkeit dann auch hier, und das war dann auch der Stop-Loss gecovert und haben gesagt, Stopp, steigen dann nochmal ein, wenn es ein Gegensignal gibt. Das gleiche auch in den Standard Poor's, also den S&P. Und der ist hier, ihr seht es hier, Short.
Box DAX im zweiten in den Gewinn gelaufen. Nächster Markt ist USD Japanisch Yen Blue Box. Der USD Japanisch Yen ist im zweiten in den Gewinn gelaufen. 1-2. Dann haben wir Britisch Pfund Yen Blue Box und wir sind jetzt mittlerweile Dienstag angelangt. Also am Montag waren viele Signale und das ist auch eher recht positiv für uns im Live-Trading-Raum. Ja, wir haben Signale en masse, aber wir nehmen auch nicht jedes Signal. Ja, wir hätten also viel mehr noch traden können. Also die Blue Box spuckt uns da wirklich sehr gute Signale rein. Wir sind jetzt Dienstag und der erste Trade am Dienstag ist Britisch Pfund Yen, das Beast. Wir sehen hier direkt Trade Nummer 1 in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir Audi USD, ein Swing Trade, schon erwähnt hatte. Das war dieser Trade, den wir dann ein Re-Entry, den wir in den Gewinn gebracht haben. Und bleiben gleich Audi Japanisch Yen, auch hier ein Swing Trade. So, und auch hier der Audi Japanisch Yen. Ich mache das ein bisschen größer. Schöne blaue Sonne, gute Heikinashi-Kerze. Wir sind besser reingekommen und der Trade ist mit 0,25% in den Gewinn gelaufen. Dann bleiben wir bei den japanischen Währungen. Euro Yen Blue Box am Dienstag. Dienstag ist im zweiten. Ja, also auch das ist, ihr seht beim Blue Box Trading wirklich Trefferquote im ersten und zweiten sehr, sehr hoch, was positiv ist. Ja. Wechseln wir den Markt und gehen in den DAX rein. 8:54 Uhr. Das ist der Eröffnungstrade. Open Range Breakout, der ist dann bei uns im zweiten in den Gewinn gelaufen. Ja, also Montag dann Short und wir sehen, dann gab es auch schon wieder eine große Gegenbewegung. Wir bleiben beim Dienstag, dann um 9:02 Uhr ein Signal. USD, Japanisch Yen, eine große Box. So, und dieser Markt ist hier in den TP gelaufen. USD, Japanisch Yen. Dann gehen wir in den DAX. 5.6. Blue Box Trade. Hier die grünen Linien, das sind die Trades dann am 5.6. Also, gute Setups gewesen im Blue Box Trading sowie auch im normalen DAX Trade. Kommen wir zu einem Währungspaar Euro-Britisch Pfund. Um 11 Uhr sind wir dort den Trade, also in Kijun-Sen-Strategie eingegangen und sehen hier auf 4-Stunden-Basis dort Short gegangen und dort draußen auch 0,25. Alle Swing und Kijun-Sen haben immer ein Gewinnziel von 0,25. Dann immer noch 5. Juni, also Dienstag, USD Cut auf den Minutenchart. Eine kleine, ups, nochmal reinziehen. Bewegung hier, USD Cut in dem TP gelaufen. Nächster Markt ist dann der DAX im Blue Box. Auch hier am 5. noch und auch hier der Trade in den Gewinn gelaufen. Wir sehen es dort oben. Und jetzt kommen wir am 5. Juni nochmal mit einer Kijun Sen und zwar im USD Cut, auch ein 4-Stunden-Setup, auch auf dem Dienstag. Hier Long, dort Kijun Sen, grüne und die weiße Kerze und auch plus 0,25. Jetzt gehen wir in den Mittwoch rein. Erster Trade am Mittwoch ist Euro-Dollar Blue Box um 8 Uhr 31 fürs Blue Box Trading. Wir haben auf 15 Minuten eine relativ kleine Box, also 26 Punkte. Ihr seht es hier. Und Trade Nummer 1 Blue Box hier oben aus dem Gleichgewicht ausgebrochen und in den Gewinn gelaufen. Der zweite Trade für den 6.6. 8:27 Uhr ist Britisch Pfund Yen, auch Blue Box. Hier sehen wir schön eine 25er Box. Auch hier im ersten Trade, hier war die Range, das Gleichgewicht und da oben der Ausbruch getradet. Dann kommen wir zum DAX Trade für den 6.6. Eröffnungstrade. Wir sehen hier schön, dort haben wir die Order platziert und wir sind dann praktisch im ersten in Gewinn gekommen. Nächster Markt ist, dann haben wir direkt nochmal getradet die Big Number.
Also, und haben am 6.6. praktisch hier nochmal die Box getradet und dann da nochmal, ihr seht, ich ziehe die Linie mal rein, das war der erste Take-Profit, der zweite Take-Profit und dann haben wir hier nochmal den Take-Profit im DAX mit der klassischen, nicht Blue Box, sondern Swiss Box Strategie, uns Boxen also identifiziert. Dann haben wir ein Blue Box Trade um 9:26 Uhr im DAX auch. Auch hier ziehe ich den Chart mal rein und bleiben jetzt mal live und sehen hier auch den Blue Box Trade sauber in den TP gelaufen. Nächster Markt ist Euro-Dollar, ein Verkauf. Am selben Tag einmal die Long-Leiter getradet und dann noch einmal hier im Short-Modus gewesen, auch in den TP gelaufen. Jetzt kommen wir USD Kanadisch Dollar, nochmal eine Kim Jun Sen Strategie am 6. Juni. Der Short Trade, wir haben also Long getradet und am 6. den ganze Leiter den Short getradet im USD Kanadisch Dollar. Dann weiter, 6. Juni hier habe ich ein DAX Trade, Blue Box Trade, der hier in den TP gelaufen ist. Euro-Yen als Swing Trade am 7. Juni. Das ist der erste Trade, den wir am 7. Juni getätigt haben, also Donnerstag um 8:04 Uhr und nach Hause gekommen ist er um 13 Uhr. Das ist dann schon fast kein Swing Trade mehr. Euro-Yen auf Tagesbasis. Und hier seht ihr, dort sind wir long gegangen. Also Sonne. Starke Kerze hier, Ausbruch und 0,25 verdient in diesem Trade. MT3, Master Template 3 im DAX. Okay, und hier sehen wir, da hat unser eigenes Regelwerk nicht ganz so gut funktioniert, denn hier war das Short Setup. Wir sind da nicht direkt reingegangen, weil das Retracement zu groß war und haben dann mit einer Pending Order diese Order sind wir eingegangen und dann sind wir short gewesen. Es waren nur 13 Punkte und wir wollten ja zwischen 15 und 20 Punkte im DAX. Auf 5 Minuten wollen wir unser TP ja, haben und steigen dort aus. Und dann gab es klassischen Gegensignal. Das Schöne ist, wir wissen, was zu tun ist beim Gegensignal. Wir sind nämlich dort rausgegangen, haben dann hier nochmal einen Long Trade gemacht und sind hier bei der Gegenbewegung short wieder reingegangen und haben diesen Verlust auch dann dementsprechend weggetradet, weggetätigt. Ja. Kommen wir zum nächsten Markt. Das ist der DAX um 8:54 Uhr. Das war der Eröffnungstrade mit einer Riesenbewegung. Wir haben sogar positive Slippage gehabt, haben also fast das Doppelte verdient, was wir normalerweise verdienen. So, dann haben wir nochmal einen Box-Trade gehabt. Hier und ihr seht, Trade Nummer 1, 2 ist in den Gewinn gelaufen. Hier ist nochmal ein Trade in den Gewinn gelaufen. Das sind die Trades um und bei der klassischen Big Number, also 12.800, 700, wo wir die Box platzieren und dann auch hier nochmal ein sauberer DAX-Trade getätigt. Kommen wir zum nächsten, nochmal MT3 muss ich zeigen, DAX, der Short-Trade hier im DAX. Okay, nächster Markt ist Britisch Pfund US-Dollar um 11:54 Uhr Blue Box. Ja, und wenn ihr euch jetzt, und ich merke das selber, hier uns die Videos hier anschauen, ja, dann kann sich wirklich keiner beschweren an zu wenig Signalen. Ja, also da haben wir einiges an Bewegungen jetzt die letzten Tage gehabt und gute Trades getätigt. Blue Box im ersten Trade im Gewinn gelaufen. Nächster Trade ist USD Cut Blue Box. Dann haben wir DAX getradet und nochmal Britisch Pfund, Trade Nummer 1 und 2 und dann haben wir uns auch rausgehalten am Freitag aufgrund des G7-Treffens. Ja, und ja, war viel los, ihr habt es gesehen, super Signale gewesen, gute Signale. Wir hätten ein bisschen mehr noch machen können, aber mir fällt es immer wieder auf am Sonntag, wenn ich jetzt hier den Wochenrückblick mache, dass wir echt viele
gute Signale. Wir haben aktuell Blue Boxen, haben, glaube ich, ein gutes Strategie-Setup dabei. Wer sich, und das haben wir auch seit letzter Woche, sich ein bisschen nochmal fit machen möchte und auch für die Gäste in den Strategien, wir haben auf unserer Homepage jetzt tradersclub24.de. Auf unserer Startseite, wenn ihr jetzt dort auf Strategien drauf geht, dann sind auch aktuell die Ausbrüche Swissbox-Strategie erklärt, dann Blue Box Trading, Heikin Ashi-Strategie, Master Template und die Kinjun Sen und Tagesstrategie. Die Strategie, die wir im Live-Trading-Raum traden, kann man sich also gerne dort anschauen. Und dann gehe ich auch nochmal in den YouTube-Kanal rein. Unseren YouTube-Kanal, den man auch abonnieren kann, seht ihr hier. Am Freitag hat Markus nicht getradet. All diese blauen sind seine Tages-Setups, nur Blue Box Trading mit einem geringen Risiko. Und ihr seht, der hat jeden Tag bisher, seitdem er das macht, erfolgreich abgeschlossen. Ich bin gespannt, wie er die nächste Woche meistert. Und ihr seht, die 0,5, die er sich als Tagesziel gesetzt hat, ja, nicht immer erreicht, aber es sind auch Tage dabei, wo er mehr hat. Also ein tolles Ergebnis von den Jungen. Also Markus, mach weiter so von meiner Seite hier. Und ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Und ja, wir sehen uns Montag im Live-Trading-Raum wieder. Bis dahin.